Guten Tag und herzlich willkommen zurück zu Bowser's Fury. Wir starten direkt in Bowser's Fury wieder rein. Und ich habe noch nicht die Red Coins nachgeholt. Oder beziehungsweise die Red Coin nachgeholt. Oh mein Gott, selbst die Cheap Cheeps. Selbst die Cheap Cheeps haben Katzenschwänze. Was ist da los? Okay. Ah, ich muss mich noch daran gewöhnen, dass dass ich kein Wirbler habe. Ja, aber sowas von muss ich mich daran gewöhnen. Oh. Weil eigentlich habe ich immer gewirbelt auf ZR. Muss ich ihn einfach nur... Nein, ich muss ihn nicht einfach nur berühren. Uff, das tut natürlich weh. Ey, ich habe keinen Plan, was es mit Luigi auf sich hat. Aber können wir diese Scheiße hier zerstören? Es ist vorbei! Bowser, ist das dein Ernst? Ach Gott, ja. Was kann man dazu sagen? Eher weniger. Ach, Moment mal. Hier ist sogar so ein Glasblock. Was holen wir uns Schönes raus? Ich würde mal sagen Tanuki, ne? Also versuche ich zumindest. Ah, ganz knapp. Aber ein Boomerang ist auch nicht so schlecht, würde ich sagen. Ja, Strand der Gigaglocke. Kennen wir schon. Boing-Boing-Insel. Ah ja. Alles klar. Hier scheint sich alles um... Okay. Um diese Plattform zu drehen. Die man... Ja, zum Springen halt benutzen kann. Und hier ist schon wieder so ein... Hier sind schon wieder so Bowser-Blöcke. Uncool. Ach, und hier gibt es doch diese Red Coins. Ja, dann habe ich falsch geschaut. Ich habe nämlich... Ja, das dachte ich mir nämlich schon. Ich habe nämlich oben links geschaut. Und nicht unten in der Mitte. Deshalb dachte ich, man wird hier in diesem Bereich von den Red Coins verschont. Aber nein, tatsächlich nicht. Ich denke, hier ist nichts. Bowser Jr. auf Erkundungstour schicken. Neige den Controller. Ach. Ach so. Ah, okay. Cool. Ja, okay, nice. Das... Okay. Das eröffnet einen schon wieder ganz neue Möglichkeiten, wie man mit Bowser Jr. umgehen kann. Ich weiß nicht... Ich weiß aber nicht genau, wie das ist, wenn man auf nie stellt. Also, dass Bowser Jr. einem nie helfen soll. Wie ist das dann? Kann man diese Items dann einfach nicht kriegen? Oder macht er wirklich gar nichts, außer man sagt es ihm? Ach, ich muss hier rum. Logisch. Okay, ich kann sie tatsächlich mit dem Boomerang einsammeln. Das ist schön. Ich dachte gerade, das könnte ich nicht, aber anscheinend habe ich einfach nur verfehlt. RIP. Boah, und an diese Ansicht muss ich mich auch erstmal gewöhnen.
schon sehr lange her, dass ich das letzte Mal ein 3D-Game gezockt habe. Also ein 3D-Jump'n'Run, meine ich. Hier scheint es echt nur diese Boomerang-Blumen zu geben. Man muss auf jeden Fall auch sehr viel mit dem... mit der Perspektive spielen, aber wir haben 4 von 5. Das ist doch schon mal was. Ach, Moment! Kriegen wir den? Kommt er noch? Ja, der kommt noch. Let's go! Der erste Stern in dem LP. Ja, okay. Ach, da drüben. Alles klar. Was kriegen wir? Eine Katzeninsigne. Okay. Oder Insignia. Ich glaube, man kann beides sagen. So wie ich das nachgeschaut habe. Das kommt nämlich vom französischen Wort Insignant oder irgendwie so. Ich bin scheiße in Französisch. Hat's auch nie. Nie in der Schule gehabt oder sonst irgendwie Kontakt damit gehabt. Und es heißt sowas wie Abzeichen oder Brosche. Aber auf jeden Fall Abzeichen. Bei Brosche bin ich mir jetzt nicht ganz so sicher, aber es heißt auf jeden Fall Abzeichen. So, dieser Leuchtturm hat ein paar glänzende Neuigkeiten für dich. Es lohnt sich, Münzen zu sammeln. Jedes Mal, wenn du 100 Münzen beisammen hast, erhältst du ein Power-Up-Item. Achso, man kriegt einen Power-Up. Außerdem kannst du bis zu 5 Power-Up-Items jeder Sorte speichern. Die können dir sicher bei deinem Abenteuer nützlich sein. Sammle also fleißig Münzen und sichere dir einen Vorrat an Power-Ups. Was passiert, wenn man... Ah, okay, man kriegt Pilze. Also man kann sich auch Pilze holen. Was passiert, wenn man stirbt? Würde jeder gern wissen, aber nee, ich meine hier in-game. Was passiert, wenn man kleiner Mario ist und dann aufs Mäulchen bekommt? Was ist dann? Achso. Hier gibt's die Karte, okay. Hier ist anscheinend Bowser. Ja, Bowser. Aber ich wollte jetzt eigentlich... Items holen. Wie kann ich die Dinger denn benutzen? Ja, wie kann ich die Dinger benutzen, ist die Frage. Und Bowser scheint häufiger ranzukommen, als ich zuerst geglaubt habe. Denn er ist schon wieder hier und wir werden gleich gebraten, habe ich recht. Was? Zum Teufel? Ja, okay. Du bist hier, Insel, was? Wutschatten am Strand. Da muss ich hin. Da würde ich auch gerne hin. Nur... wie sehe ich, wo ich hinlaufe? Ach, Moment. Falsche Richtung, jetzt aber. Ja, 5 Dinger für die Erweckung der Gigaglocke ist schon in Ordnung. Ich versuche aber erstmal hier die Dinger voll zu bekommen. Und es ist schon wieder so ein Schatten-Luigi. Oh, wir haben die Feuerblume.
Aber ich bin scheiße im Aim, aber jetzt habe ich einen Armor bekommen. Holy shit. Oh, wackelt das hier rum. Okay, ich hab ihn einmal. Oder war es Bowser Jr.? Ich weiß es jetzt nicht. Okay, wir haben ihn. Kriegen wir jetzt? Ja. Eine Katzeninsigne. Okay. Alles klar. Du hast 5 Katzeninsignien gesammelt. Es ertönt eine Nachricht von der Gigaglocke. Wenn das Monster erwacht, so erwache auch ich. Jetzt ist die Frage. Okay, das war tatsächlich der Bereich hier. Aber wie sieht man das, dass einem hier noch was fehlt? Kommt das später noch? Wird einem das dann später kommuniziert? Oder wie sieht's aus? Und ich habe hier ein Catsuit bekommen. Okay, da drüben ist anscheinend nochmal ein neuer Bereich. Boah, ich hoffe, dass es hinterher vernünftig aufgeklärt wird, wo man hin muss. Beziehungsweise, dass man dann angezeigt bekommt, wo man hin muss. Oder wo einem noch was fehlt. Aber gerade ist das echt nicht ganz so geil, muss ich sagen. Aha. Gegen die Zeit, spring hoch und schnell. Ja, nee, ich wollte ja eigentlich erstmal zu dem Stein, weißt du? Ach ja, okay. Dann machen wir erst das Ding. Boah, das scheint echt so eine Art Mario Odyssey zu sein. Dieses Spiel. Oder dieser Modus, besser gesagt. Ich weiß noch nicht so ganz, wie ich das finden soll. Aber ja, gut. Trotzdem coole Idee. Okay. Man kann es sich nicht ercheaten oder nur schwer, zumindest. Vielleicht kriegt man es mit dem Tanuki hin, da hoch zu gehen. Aber so soll es eigentlich gemacht werden. Kletterpartie zum Katzeninsignie. Klipp-Klapp-Klippen. Ernsthaft? Ey, ja komm. Okay, bezwinge die Katzenbullies. Wenn du meinst... Ja, okay. Die sind nicht besonders intelligent. Ja, okay. Alles klar, Bowser Jr. Du bist der King, ich sehe schon. Okay. Ja, nice. Der scheint einem echt bei jedem Dreck zu helfen. Hier drüben auf dem Baum und da auch unterm Baum, glaube ich. Habe ich etwas gesehen? Ja, hier. Und da drüben auf dem Baum. Zack. Okay. 3 von 5.
Die Katzen wieder. Was ist das süß. Ja, okay. Und wenn Bowser's Fury echt so oft eintritt, dann... Oh, das ist fies. Dann muss ich vielleicht mal zu Anfang an dem einen Ort sein, wo ich denke, dass die letzte Red Coin versteckt ist. Und wo hier die letzte Redcon ist, weiß ich nicht. Aber ich denke, wir sammeln jetzt erstmal die Gigaglocke ein. Da habe ich jetzt auch mal Bock drauf. Na gut, Bowser, du willst es nicht anders. Wir verwandeln uns zu... Ah, okay, jetzt... Giga Mario! Das ist nice. Holy shit. Hä, was? Ach so, die Schockwelle. Ah, okay. Ja, wir können auch vorher Damage machen. Aber es ist sinnvoller, erstmal zu warten. Holy shit. Was zum Teufel? Bowser, chill out. Okay. Gut ausgewichen. Und wir haben ihn fast. Da ist eine neue Katzenglocke. Schnell. Nice. Bockt. Scheiß Dreck. Alles klar, Bowser. Ich bin retarded. Kann man nicht anders sagen. Und ja, bin ich halt echt, ne? Okay. Ich dachte, ich... Ich dachte erst, ich hab's verkackt, aber man hat echt viel Zeit dafür, um zu kontern. Schade. Also ich hätte... Oh cool, einen Katzenregenbogen. Auch wenn es absolut keinen Sinn macht. Aber sieht cool aus. Ich hätte zwar gern gesehen... Was passiert, wenn man mit der Katzenglocke aus dem Fight rausgeht. Aber ich denke, man bleibt einfach die normale Katze. Und ich denke, wir werden da noch oft genug... die Chance zu haben, das auszutesten. Es scheint, als hätte Bowser Jr. noch mehr zu sagen. Er ist wieder in den See hinabgesunken, aber glaub mir, um meinen Papa zu schlagen, reicht das nicht. Er braucht nämlich eine richtige Erleuchtung. Und um das zu erreichen, müssen wir mehr Katzeninsignien finden. Es ist noch mehr von dem klebrigen Zeug verschwunden, also gibt es bestimmt neue Inseln, die wir erkunden können. Lass uns auf der Karte nachsehen und dann los. Auf geht's, Mario. Alles klar, okay. Scheint gar nicht mal so krass zu sein, das DLC. Oder das, dieser Modus hier halt. Es scheint, als hätte Bowser Jr. noch mehr zu sagen. Ja, warte. Also, ich denke, der ist kürzer, als ich erwartet habe. Aber mal schauen.
Jetzt hören wir uns erstmal an, was er noch zu sagen hat. Oh, fast hätte ich was Wichtiges vergessen. Ja, ist immer ganz intelligent, Sachen vergessen zu erzählen, die wichtig sind. Wenn du dich verlaufen hast, drücke einfach Minus oder Pfeil nach rechts anscheinend, um die um die Karte aufzurufen. Ah, okay. Und wir können Fotos machen. Ach ja, Moment mal, da unten. Jetzt weiß ich, was das Dreieck bedeuten soll. Logisch. Ja, aber musste auch erstmal wissen, ne? Ah, okay. Das macht einen Damage. Alles klar. Ja gut, ich denke mit dem neuen Wissen... Nein, warte. Mit dem neuen Wissen und den frisch freigeschalteten Inseln werden wir dann beim nächsten Mal richtig durchstarten. Ich bedanke mich fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Ciao.